Gut ins Bett. Mach mal schnell Bett. Ups und ups. Smooth, smooth. So, hier, hast du Bett. Schlaf da. Und lass mir meine Ruhe. So, wir schlafen nicht auch. Stimmt, das eine Bett haben wir, glaube ich, in unserer Höhlenbasis, wo wir auch mal wieder zurückkehren könnten. Oh Gott, das ist jetzt hier warm im Zimmer. Und ich habe schon wieder einen trockenen Hals. Das heißt, ich werde sobald Feierabend machen. Hack jetzt mal ich das hier ab. Damit ich schauen, wie es um unsere Plantage hinten steht. Und dann ziehen wir weiter. Jetzt möchte ich mal schnell hinschauen, was das ist. Ob es was Wichtiges ist. Nein. Nichts Wichtiges. Vor allem nicht um 1:30 in der Nacht. Wer will da denn bitte schön was von mir? Bin ich unwichtig. Hoch, hoch, hoch. So, ja, da hinten haben wir nochmal einen arbeitslosen Villager. Ne, das ist der Kartograf. Okay. Bist du nicht arbeitslos? Ich nehme alles zurück. Die wachsen hier schon. Perfekt. Gut, am Anfang werden wir noch keine Erde haben. Aber irgendwann läuft das Geschäft auch. Ah, ich hasse es. Damit immer selber anbieten. Da, da, da. So. Wisst ihr, ohne uns hätten die nicht mal ein Feld. Kein Feld, kein Fischer, nichts. Ohne uns wären die gar nichts. Wir haben es erst zu dem gemacht, was es sind. Faule, arbeitsscheue, arbeitslose Menschen. Ist doch so. Zwei Stück Strapanzen irgendwo in der Gegend rum. Arbeitslos. Und die, was wir haben, die arbeiten auch nicht richtig. Und da sind keine Bienen drin. Und die sind schweineteuer. Ich will mit meiner Kohle hergeben dafür. Und der eine will Kartoffeln haben. So viele Kartoffeln habe ich aber nicht. Ich habe echt eine bescheuerte Villager. Ja gut, wenn wir das gerade auf Feld mal haben, dann soll es auch besser gehen. Mit dem einen zu handeln, den Hof zu kriegen, dadurch dann mit dem anderen mehr zu kriegen und. Da ist auch noch Bett drin. Ja, aber ich will jetzt den Feierabend machen. Ein bisschen brauche ich noch. Schwarze Wolle will der haben. Hellgrau, dunkelgrau, 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 schwarz. Wir haben nur ein schwarzes Schaf. Kann ich nicht mit Kohle Schaf schwärmen? Ich brauche keine drei Hellgrauen, ich bräuchte ein schwarzes noch. Das müsste doch gehen, wenn ich mit Kohle ein Schaf einfärbe, oder? So kann ich doch auch ein Schaf dauerhaft in rosa färben. Meine ich zumindest. Probieren wir jetzt einfach mal. Genug Schwarz, also genug Kohle hätten wir ja momentan. Ne, ist egal, wo ich sein mag. Und zwar einmal. Ach ne, das ist. Ist eine Kohle, ist ein Färbungsmittel.
Das Thema damals, was mir gerade einfällt, mit Schwarz und so weiter. In Kunst. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Oder ich weiß nicht, wer von euch als hat. Die Kunstgeschichte oder wie das mal geheißen hat. Wie sich Farben verhalten. Du bist schwarz. Du bist schwarz. Yay! Haben die jetzt schwarzes Schaf? Schwarz, schwarz, schwarz. Ja, sie haben ein schwarzes. Juhu. Dann gehen wir jetzt mal zu Scheren. In Kunstgeschichte hat man mal gelernt, die Farbenlehre, ja, mischst du dies und die jene Farbe zusammen, ergibt sich diese Farbe und. Kannst du dich daran erinnern? So schemenhaft. Ich habe mir früher mal gedacht, das brauche ich nie wieder in meinem Leben. Zumindest nie wieder so wie jetzt das Tier, so ausführlich und alles. Also, wie damals im Kunstunterricht. Ja, jetzt studiere ich Game Art. Wir arbeiten mit Farben, also so, die wissen, wie ich was, wie ich welche Farbe zusammenbekomme. Genau, und in Minecraft baue ich es genauso. Mische dies mit jener Farbe, was für Farbe kommt raus? Ja, und schon bin ich. Oh, das war weit. Jetzt haben wir gerade eine, hier hat echt mit Bücher posten müssen. Schwarz, ja. Wo ist die schwarze Wolle hin? Die Spur ist verschwunden. Das kann nicht sein, damit ich von dem Schaf nur eine Wolle bekommen habe. Scheinbar habe ich wirklich nur zwei Schwarze bekommen. Etwas wenig, aber gut. Mumu. Kommt sie her? So, mehr habe ich nicht mehr. Die ist noch gestört von unserer Schlachtung. Ja, vielen Dank. Ich will wieder raus. So, dann würde ich sagen, lege ich mich jetzt hin. Im Spiel und auch im Real Life. Oh, wenn ich mal arm. Ich weiß, waschen hab ich aber heute erst. Huh. Das ist der Kartenheini. Papier. Papier? Halt, stopp. Halt, stopp. Hab ich da nicht genug noch? Ach, wieso renne ich jetzt echt? Das hab ich weg. Nein. Oh, das war mein Mini-Kühlschrank. Da muss ich irgendwie etwas schauen, damit ich die Temperatur ein bisschen senke bei mir im Zimmer. Nein, zu wenig. So wie brauche ich doch nicht da. Ja, einmal. Mit den Karten, nein, die zumindest mal einen abkaufen. Oder einen, ja. Einmal ein bisschen hochleveln. Kartenheini, wo bist du? Ich habe jetzt alles für dich aufgebraucht. Kartenheini? Was ist mit Kartenheini? Ah, da ist der Kartenheini. Ja, hallo du, ich hab da was. Ja. Ja, ich finde ihren Titel auch gut. 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Dann werden wir da ausbauen. Wir haben noch ein bisschen Tag, oder? Ja, gut. Weil da hinten gibt es auch noch was. Ja. Und der hat schon wieder seinen Job verloren. Du, dumm sein. Du kannst sterben. Nein, so natürlich nicht, aber er kann schon verschwinden. Er kann auswandern. Er bringt uns ja nichts.
nichts mehr. 10 Stück, die bauen wir jetzt bei uns an. Und dann mache ich aber wirklich Feierabend für heute. Der ist auch wirklich nicht. Also die hellste Leuchte ist ja nicht da bei uns im Dorf. Jo. Wachset und gedeiht für unseren Kartenheini. Also gut. Feierabend. Dann verabschiede ich mich. Ich kann nicht schlafen. Dann, ja, wie immer von hier aus. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat es halbwegs gefallen. Habe ich alles angesprochen? Nee, ich glaube, ein, zwei Punkte noch geht. Aber egal. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Nachmittag, Abend, keine Ahnung. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus.